Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu Train Simulator. Mit der Baureihe 420 geht es heute in der Hauptverkehrszeit nach Tutzing. Eine Aufgabe von Knub. Das ist, glaube ich, sogar ein Mehrteiler. Das hier dürfte der zweite Teil sein. Wir starten am Münchner Hauptbahnhof tief und fahren dann Richtung Tutzing. Mittlerer Schwierigkeitsgrad. Wir sind ungefähr 45 Minuten unterwegs, planmäßig, mit einigen Zwischenhalten. Pasing, Westkreuz, Lochham, Gräfelfing, Planegg, Stockdorf und so weiter und so fort. So, es geht auch gleich los. Wir schauen nochmal. 17.12 Uhr, planmäßige Abfahrtszeit. Richtungswender nach vorne, Bremse ist gelöst und es kann auch direkt losgehen. Ja, Fahrplan scheint mir relativ eng zu sein. Schauen wir mal, ob ich das irgendwie halbwegs über die Bühne bekomme. Licht machen wir uns noch an. Bisschen finster ist es hier, aber es geht ja sowieso schon an die Oberfläche. Deswegen soll uns das nicht weiter stören. Oh, Tempo 60. Nächste Station. Bin auch schon eine ganze Weile nicht mehr mit der 420er gefahren, deswegen muss ich jetzt mal schauen, dass ich die Bremsungen einigermaßen über die Bühne bekomme. Wir haben, glaube ich, Dreifachtraktion. Deswegen ziehen wir auf jeden Fall ganz vor. Bis zur vordersten Haltetafel. Das sollte passen. Dann. Ja, einiges los hier. Rund um den Münchner Hauptbahnhof. Zugzielanzeiger passt. S6 nach Tutzing. Auch hier an den Bahnhöfen möchte ich anmerken, da sind auch Zugzielanzeiger korrekterweise verbaut. Ziemlich cool. Und haben wir eigentlich eine Dreifachtraktion? Bin jetzt bescheuert? Nee, Doppel. Okay. Also ein Vollzug in dem Fall. Nun denn, weiter geht's Richtung Donnersberger Brücke. Ja, schön. Richtig authentisch mit dem KI-Verkehr. Das sieht schon mal ziemlich gut aus. Nächste Station, Donnersberger Brücke. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Cool, cool. Und das alles bei ziemlich zufriedenstellender Performance bis hierhin. Das ist ja auch nicht unbedingt normal, sag ich mal, rund um den Münchner Hauptbahnhof. Das ist ja schon eine ziemliche Performance-Hölle hier, nach wie vor. Aber davon merkt man nichts. Schön, schön. Die Waschanlage da drüben. Na gut, wir müssen. Nächster Halt Hirschgarten.
Ah, schön, endlich mal wieder so ein kleiner Ausritt hier mit der 420er. Und da wird es eh schon so ein bisschen schwierig mittlerweile. Einfach noch Aufgaben zu finden, die ich noch nicht gefahren bin. Aber die hier war definitiv noch nicht am Start. Die war noch nicht mal installiert. Da gibt es doch noch so die ein oder andere Perle. Dürfte gerade noch so pünktlich gewesen sein. Hoffe ich doch mal. Könnte aber eng werden. Schauen wir mal. Ja, ordentlich was los. Also das ist schon authentisch hauptverkehrszeitmäßig. Aha. Die S3 Richtung Holzkirchen. Direkt weiter und ab nach Leim. Nächste Station, Leim. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Umsteigemöglichkeit zur S-Bahn in Richtung Dachau, Petershausen, Freising und München Flughafen. Ja, cool. Also rundum gelungen bis hierhin. Und ich denke mal, so wird es auch weitergehen. Toller KI-Verkehr, Zugzielanzeiger verbaut, Ansagen mit dabei. Was will man mehr? Und wie üblich, wenn ich es nicht vergessen habe, dann findet ihr den Link zum Szenario in der Aufgaben. In der Videobeschreibung. So rum. Okay. Gerade noch so im zulässigen Bereich, würde ich sagen. Gerade noch so. Der alte Rangierbahnhof da drüben. Auch schön mit Rollmaterial gefüllt. So soll es doch sein. Cool, gefällt mir sehr gut. Okay, nächster Halt ist dann Pasing. Servus, Kollege. Sagen denn die Frames? Geht eigentlich. So, nochmal ein bisschen Gas geben. Wir haben ja noch ein paar Meter bis Pasing. Nee.
Nächste Station, München-Pasing. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Umsteigemöglichkeit zum Regional- und Fernverkehr in Richtung Augsburg sowie zur S-Bahn in Richtung Geltendorf, Herrsching und Mammendorf. Ja. Astrein die Geschichte hier. Astrein. Und es war auch gar nicht allzu viel Rollmaterial benötigt. Ich glaube, gerade mal logischerweise die 420er. Ich glaube, dann noch der Talent. Und ich denke, die Train Team Berlin-Geschichten noch, die Szenario-Pakete. Also eigentlich Standard. Ja, jetzt habe ich ziemlich rumgetrödelt. Das, glaube ich, dürfte schon gewesen sein mit dem Fahrplan. Ja, einfach zu langsam gefahren. Also mal schauen, mit ein bisschen Glück ist es noch im Rahmen geblieben. Aber ich bezweifle das. So, schnell zum Stillstand kommen. Ah, knappe Minute zu spät, das könnte gerade so nicht mehr funktioniert haben. Aber egal. So, Bremse lösen wir schon mal. Weiter geht's dann mit Tempo 60 bzw. Tempo 60 erwarten. Aha, okay, cool. Ich weiß nicht, ob die so noch unterwegs sind, aber war auf jeden Fall lange Zeit realistisch hier. Der Intercity mit Doppeltraktion, Baureihe 218. Da glaube ich, der Intercity Richtung Garmisch. Oder aus Garmisch kommend in dem Fall. Ja, hat noch gereicht für den Fahrplan. Okay. Wieso darf ich jetzt schon wieder? Darf ich heizen? Ich glaube schon. Halt nicht schneller als 85, logischerweise. Nächste Station, Westkreuz. Ausstieg in Fahrtrichtung. Aber das nächste Hauptsignal ist ja das Ausfahrsignal am Westkreuz. Und daher kann man ein bisschen mehr Stoff geben. So, das sieht auch nicht so schlecht aus. Und ab hier haben wir dann Tempo 60 Begrenzung. Aber wahrscheinlich auch nur, bis wir über den weichen Bereich hier gefahren sind. Toll, auch hier Zugzielanzeiger. Ich denke, das ist lückenlos so durchgezogen worden. Ist ja, glaube ich, auch ein bisschen mehr Aufwand. Also das, man kann die Dinger nicht einfach so einstellen, sondern man muss da, glaube ich, schon auch irgendwie mit Photoshop dran oder so, habe ich mal irgendwo gelesen. Ganz sicher bin ich mir natürlich nicht. Aber ist alles andere als selbstverständlich. Cool, cool, okay. Bis hierhin lief es ganz gut. Dann geht's weiter nach Lochham. Ah, verdammt. So. Gas, Gas, Gas. Thank you.
So, das sieht ganz gut aus und dann dürften wir auch gleich auf Streckengeschwindigkeit gehen dürfen. So. Tempo 100 bzw. 120 ab da vorne. Sehr schön. Erste Station, Lochham. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Das wird eng, das wird eng. Schnellbremsen, Schnellbremsen. Wobei, das müsste schon mal passen. Kriegen wir hin. Einfach ein bisschen stärker in die Eisen steigen. Ja, läuft doch bis hierhin. So. Sehr gut. Stadtgebiet haben wir auch schon so langsam hinter uns gelassen. Und sind aktuell im Speckgürtel unterwegs. So, dann gehen wir wieder Gas. Ah, der Sound. Nächste Station, Gräfelfing. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Einfach grandios umgesetzt. So, Gräfelfing. Jetzt wird es aber wirklich eng. Oh, oh, oh. Na, wobei? Wobei? Ich meine, die bremst schon gut. Ja, passt schon, passt schon. Ja, alles gut. Alles gut. Cool, ist das eigentlich die RWA-Variante? Das könnte ich jetzt so gar nicht sagen, aber ich glaube es nicht, weil stand, glaube ich, nicht in der README drin. Also rein optisch könnte ich das jetzt absolut nicht sagen. Na, wobei, nee, das ist nicht die von RWA. Nein, nein, auf gar keinen Fall. An den Lichtern sieht man es ganz gut, ne? Würde ich sagen. So, das aber nur am Rande. Weiter nach Planegg. Nicht mal ein Kilometer zwischen den beiden Stationen. Naja, doch, wobei. Ist doch ein bisschen mehr. Pedal to the metal, wie man so schön sagt.
bisschen früher anbremsen. Nächste Station, Planegg. Ausstieg in Fahrtrichtung links. So, was sagt der Fahrplan eigentlich? Ah, okay, Gräfelfing war mal ein bisschen zu spät dran. Naja, aber bis dahin ist eigentlich ziemlich gut gelaufen. Oh, wir haben doch noch ziemlich was vor uns hier. Ziemliches Stop and Go. Na gut, soll mir recht sein. Dafür ist sie auch konzipiert worden, mehr oder weniger. Okay. Nächste Station, Stockdorf. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Eigentlich auch alles ganz nett gebastelt, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich hier überhaupt schon mal zum Halten gekommen bin. Meistens rausche ich hier eher durch. Also die meisten Aufgaben, die ich bislang auf der Strecke gefahren bin, waren halt also eher mit etwas schnelleren, also Regionalverkehr oder sowas halt. Ja, ein bisschen ärgerlich ist das jetzt schon hier, ne? Also wir waren tatsächlich nur in Gräfelfing minimal zu spät. Naja, sei's drum. Darum geht's ja auch nicht. So, die Bremsen schon mal lösen. Und weiter im Programm. So, jetzt kommen wir tatsächlich mal auf Tempo 120. Allerdings auch nur für kurze Zeit. Und schneller dürfen wir eh nicht. Das ist die VMAX dieses Fahrzeuges. Müsste hier auch irgendwo stehen. Da oben steht es, größte zulässige Geschwindigkeit 120 Stundenkilometer. Und daran halten wir uns natürlich. Blinky, Blinky, Tempo 60 erwarten, alles klar. Bremsen wir schon mal runter.
Nächste Station, Gauting. Ausstieg in Fahrtrichtung links. So, passt. Können wir rollen lassen. Bis zur Bahnsteigkante. Und die Tempo 60, gehe ich mal davon aus, das ist halt einfach, weil wir wieder einen Gleiswechsel bekommen werden. Nach Gauting. Erwisch immer wieder die Notbremse. Das ist keine Absicht, falls sich jemand fragt. So. Okay. Das schaut gut aus. Gauting, meine Damen und Herren. So, Tempo 60. Beziehungsweise, oh, wir sind ja im restriktiven Modus. Können wir uns aber befreien. Alles klar. Die Weiche drüber und dann dürfte das Tempolimit auch schon mit aufgehoben sein. So, jetzt dürfen wir wieder heizen. Auch ein netter Begriff, der kommt doch garantiert auch aus dem Dampflok-Zeitalter. Also wo soll das sonst herkommen? Ich weiß auch nicht, ob man das außerhalb von Bayern sagt, aber heizen ist halt hier so synonym für schnellfahren, sehr schnellfahren. Das muss ja aus dem Dampfzeitalter kommen, nehme ich doch an. Vielleicht rede ich aber auch totalen Blödsinn, das mag auch sein. Würde ich jetzt nicht ausschließen. So, freie Fahrt. Nächster Halt, Starnberg. Sehe ich das richtig? Jo, Starnberg Nord. Bin ich auch schon mal drauf reingefallen. Es gibt ja zwei Stationen in Starnberg, Starnberg Nord und einmal Starnberg eben. Muss man auch drauf achten, wo man denn eigentlich halten soll. Ich glaube, wir fahren beide Stationen an heute. Starnberg Nord, Starnberg, genau. Sehr angenehm, sehr angenehm. Hier wird auch immer gearbeitet. Jedes Mal, wenn ich hier vorbeifahre, wird hier gearbeitet. So, müssen wir ein bisschen auf die Geschwindigkeit achten, dass wir nicht zu schnell werden. Jetzt geht es ein wenig bergab. Sieh mal an, die Station ist mir auch, ehrlich gesagt, noch nie so wirklich aufgefallen hier, dieser stillgelegte Bahnhof. Aber auch keine Ahnung, was das genau ist, was das für eine Station mal gewesen sein könnte.
Ah, jetzt geht schon ganz schön raus aufs Land, ne? Starnberg, Starnberger See. Den dürfen wir dann gleich zu sehen bekommen. Da kommt uns noch ein Talent entgegen. Die Hamsterbacke. Richtung München Hauptbahnhof. Oh, ich sollte bremsen. Ich sollte bremsen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Na, kriegen wir das noch hin? Nicht ohne Notbremse, wie mir scheint. Gut. Okay, das passt schon. Alles gut. Ja, die hat so gute Bremswerte, da muss man sich eigentlich kaum Sorgen machen. Dass man da nicht rechtzeitig zum Stehen kommt. Wenn man nicht mit 100 km/h in die Bahnhöfe reinballert, passt das im Normalfall. So. Da vorne haben wir wieder ein Ereignis, wie mir scheint. Eine Tempobegrenzung. So. Bremse schon mal lösen. Und weiter geht die Fahrt. So, ich vermute mal Tempo 60. Oh, da ist gar kein Zusatz dabei. Nächste Station. Was soll mir das denn sagen? Steht in Fahrtrichtung links. Normale Langsamfahrt, kann das sein? Aber das nächste Hauptsignal ist sowieso erst nach Starnberg, also. Gut, hier ist Tempo 60. Merkwürdig. Ist aber schon komisch, ne? Dass er einfach nur blinkt, bedeutet das dann Langsamfahrt, also stinknormale Langsamfahrt, oder wie habe ich das zu verstehen, wenn hier keine zusätzliche Tempoangabe, Geschwindigkeitsangabe dabei ist? Hatte ich, glaube ich, so auch noch nie. Ja! Der Starnberger See. Ja, wir können ja einfach nachschauen. Was ist das nächste Signal? Okay. Merkwürdig. Sehr merkwürdig. Aber schon auch alles nett gebastelt hier. Oh, wir dürfen. Verdammt. Na gut, Fahrplan ist ja eh schon hinfällig, von daher. Können wir es auch ein bisschen ruhiger angehen lassen. Schön, schön. Thank you.
dann dürfen wir gleich ein bisschen schneller fahren. Und lassen mal Starnberg hinter uns und machen uns auf den Weg nach Possenhofen. Na komm, lass mich heizen. V-Max wieder erreicht. Okay, so können wir schön dahin rollen lassen. Fahrstufe 4, da halten wir die 120. Sehr schön. Und die hat halt auch noch so ein richtig schönes Makrofon. Also halt nicht so eine Blechtröte, wie das ja oft bei modernen Triebfahrzeugen der Fall ist. Ja, klingt noch nach einer richtigen Lokomotive einfach. Nächste Station, Possenhofen. Aussteig in Fahrtrichtung links. Sieht gut aus. Quietsch. Türen auf. Bremse lösen wir schon mal. Netter Garten, nette Schrebergärten. Nett ausdekoriert auf jeden Fall. Mit Gemüseanbau, nicht schlecht. Aber ich sehe keinen Komposthaufen. Ja doch, da. Hier, da ist er ja. Nicht schlecht. Ja, schon cool. Okay, weiter geht's. Lassen wir mal den Komposthaufen sein. Und begeben uns nach Feldafing. Da hat, glaube ich, der Lothar Günther Buchheim gelebt, ne? Der Autor von Das Boot. Damit habe ich meinen Bildungsauftrag auch schon erfüllt. Falls solche Leute wie Roter Stein gerade mal wieder in der Schule sitzen und statt zu lernen auf meinem YouTube-Kanal rumhängen, hast du immerhin was gelernt heute. Und da müsste sich auch in Feldafing das Buchheim-Museum befinden. Wenn mich nicht alles täuscht. Da war ich selber aber tatsächlich noch nie. Nächste Station, Feldafing. Ausstieg in Fahrt. Aber Das Boot ist ein toller Film, muss man sagen. Meilenstein der deutschen Filmgeschichte. Das Buch ist auch sehr zu empfehlen.
Ich bin mir gerade wirklich nicht sicher, ob ich hier schon mal im S-Bahn-Verkehr unterwegs war. Also wenn, dann muss es wirklich lange her sein. Aber so diese ganzen Stationen, die ganzen kleinen Bahnhöfe habe ich noch gar nicht so wirklich wahrgenommen. Aber meistens heizt man hier halt durch. Kann mich an die ein oder andere Regionalverkehrsaufgabe erinnern, wo man hier eben nicht zum Halten kommt. Mit dem ICE, mit Neigetechnik bin ich hier schon mal durchgefahren, das weiß ich noch. Aber gut möglich, dass ich hier echt noch nie diese ganzen kleinen Stationen abgeklappert habe. Kriegt man halt auch nochmal was ganz anderes zu sehen, ne? Hier draußen auf dem Land. So, da la. Ach, wir sind schon durch, oder? Gleich. Tutzing, letzte Station. Tatsächlich, okay. Naja, ein bisschen Verspätung haben wir angesammelt, ne? Knapp 2 Minuten. Was aber jetzt auch nicht unbedingt unrealistisch ist, gerade in der Hauptverkehrszeit. Das passt schon. Keine Zwangse gehabt oder dergleichen. Wobei man ja den Tag nicht vor dem Abend loben sollte. Aber ich glaube nicht, dass noch irgendwas passieren wird. Okay, nicht zu viel Gas geben, weil hier ist es auch abschüssig. Schöne Aufgabe. Sehr angenehm. Ist das eigentlich auch noch der Starnberger See? Ja, der ist schon relativ groß, also kann gut sein. Kann man es erkennen? Na, wobei, ich glaube, das ist ein eigenständiger See. Sieht zumindest so aus. Keine Ahnung. Nicht so schnell werden. Weil das müsste eigentlich schon noch der Starnberger See sein, glaube ich. So, wir müssen bremsen. Vorsignal signalisiert uns einen Rothalt. Haben wir jetzt tatsächlich mal einen Rothalt auf freier Strecke, kann das sein? Schauen wir mal. Bremst lieber mal ein bisschen weiter runter. Ach so, nee, das ist nur der Vorsignalwiederholer hier vorne. Da haben wir tatsächlich einen Rothalt. Sieh mal einer an. Ja, da, schau her. Ist das so gewollt, frage ich mich. Also wir bleiben natürlich erstmal stehen, bevor wir hier mit Tab irgendwas machen. Ziehen wir die Bremse an. Wir können natürlich auf den Lageplan schauen. Spieler zentrieren. Also da steht auf jeden Fall ein Zug. 2 sogar. Also ich glaube, der blockiert tatsächlich unser Gleis. Kann das sein? Das wäre jetzt natürlich ärgerlich. Wir fliegen mal hin mit der Kamera und dann versuchen wir es mal mit Tab. Schauen uns das Ganze mal kurz an. Okay,
Okay, hier wird es geradeaus drüber gehen. Hier auch. Und wie ist die Weiche hier gestellt? Ja, verdammt, der blockiert unser Gleis. Wenn der jetzt hier nicht die Biege macht, dann haben wir natürlich ein Problem. Und der steht jetzt wahrscheinlich auch hier vorm roten Signal, oder? Und irgendwas funktioniert hier nicht. Ja, möglicherweise liegt das einfach an meiner Verspätung. Könnte natürlich sein, dass da irgendwas durcheinander gekommen ist. Aber der blockiert definitiv unser Gleis. Da sollten wir zum Halten kommen. Trotzdem Gleis 2. Boah, was mache ich denn jetzt? Habe ich, glaube ich, gar keine Möglichkeit, oder? Das jetzt hier noch vernünftig über die Bühne zu bringen. Außer ich stelle mir hier eine Weiche selber. Geht das überhaupt? Das ist natürlich jetzt schon ein fieser Eingriff in die Aufgabe, ne? Aber ich riskiere es mal. Also im Zweifelsfall verabschiede ich mich an der Stelle schon mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und so weiter. Ich stelle mal die Weiche um und dann schaue ich mal, ob wir hier irgendwie trotzdem in den Bahnhof kommen. Nee, das geht gar nicht. Nee, geht nicht. Die geht immer wieder direkt automatisch zurück. Haben wir sonst eine Möglichkeit? Diese Weiche hier vielleicht? Ja, ich gehe auch davon aus, dass wir keine Freigabe kriegen, wenn wir hier mit Tab das versuchen. Okay, wenn wir diese Weiche hier stellen würden, würden wir vielleicht auf Gleis 1 kommen. Geht das? Da ist der Weichenmotor. Das ist ja sehr bedauerlich, sehr bedauerlich. Gerade wenn es ganz am Schluss der Aufgabe passiert. Okay, wir versuchen natürlich mal Tab. Verweigert. Sehr schön. Es wird auch nichts bringen, wenn man näher dran fahren, gehe ich von aus. Oder dass dann vielleicht irgendwie so ein Trigger ausgelöst wird. Mein Versuch ist es wert, ganz vorzuziehen. Aber ansonsten, glaube ich, müssen wir dann eben hier auf freier Strecke Feierabend machen. Und die Passagiere evakuieren lassen. Nee, das wird nichts bringen. Und da kommen wir auch nicht mit Befehl 40 drüber. Naja, jetzt wäre immerhin die 500 Hertz Beeinflussung vorbei. Das ist natürlich auch ein bisschen seltsam. Kriegen wir jetzt vielleicht eine Freigabe? Nee, verweigert. Schauen wir nochmal, was... Ah, der rollt, der rollt. Hilfe. Schauen wir nochmal, was der Gegenzug macht, ob der sich jetzt vielleicht in Bewegung setzt. Aber das sieht auch, das sieht schlecht aus. Ich glaube, da werden wir nicht weiterkommen. Na gut, dann machen wir eben hier Feierabend, würde ich sagen, an der Stelle. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch trotzdem ein wenig gefallen, auch wenn wir nicht bis nach Trutzing gekommen sind. In diesem Sinne, lasst euch nicht ärgern. Bis zum nächsten Mal. So, ich versuche es jetzt natürlich trotzdem hier mit Befehl 40. Mal schauen, was passiert. Letzter Versuch, mit Tab hier rauszukommen. Der wird uns hinstellen. Das weiß ich jetzt schon. Nächste Station, Trutzing. Unsere S-Bahn endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste aufzusteigen. Naja, schauen wir mal, was passiert. Ich vermute mal, dass wir halt einfach wirklich auf das Gleis geleitet werden sollten, auf dem die modernere Variante noch rumsteht. Schauen wir mal, lassen wir uns mal überraschen, was passiert. Nichts Gutes, vermute ich. Don't try this at home, please. Ja, verdammt. Wenn wir die Weiche hätten stellen können, aber das hat ja nicht funktioniert. Ah, Kollege, ist mein Bahnsteig. Wir könnten den halt einfach wegschieben. Was passiert dann? Spielbeendender Fehler, nehme ich an. Also verabschiedet habe ich mich ja schon. Mal schauen, was passiert. Ah, okay, alles klar. So viel dazu.
Oh, sieh mal einer an. Schade, ich kann die Kameraperspektive. Doch, es geht. Oh, von umgekipptem Zugverband. Das ist aber auch nett formuliert. Zug entgleist aufgrund von umgekipptem Zugverband. Ja, interessant. Na gut, dann bis zum nächsten Mal.